Hier ist Ronja und die Izzy und ich machen heute den Test, welche Disney-Prinzessin wir sind. Ihr könnt wie immer gerne miträtseln und eure Ergebnisse, was ihr für eine Prinzessin seid, in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Das Testvideo, falls ihr das mitmachen möchtet, ist wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann könnt ihr euch das da anschauen, weil wir schauen uns halt immer nur unsere Ergebnisse an und damit ihr eure Ergebnisse erfahrt, ne? Macht das schon Sinn? Ihr braucht einen Zettel und einen Stift und dann würde ich sagen, lass uns an. Oder ein sehr gutes Gedächtnis. Oder ein sehr gutes Gedächtnis. Auch eine Option. Das ist eine Challenge. Bevor wir mit dem Video weitermachen, kann ich euch jetzt sagen, dass ich offizieller Partner von Nerd Gaming bin. Nerd ist eine Energy Drink Marke, beziehungsweise es sind keine Energy Drinks, sondern das ist Pulver, das könnt ihr in euer Wasser machen. Das hier ist zum Beispiel jetzt Kirschgeschmack. Dann kriegt ihr da hier so ein Getränk raus und es schmeckt wirklich gut. Also, ich habe jetzt vier Geschmacksrichtungen. Einmal halt Kirsche, Pfirsich, Aprikose und Apfel, die mir zugeschickt haben. Jeder einzelne Mensch, der mich jemals besucht hat, hat gesagt, Ronja, dein Leitungswasser schmeckt absolut widerlich. Und deswegen kann ich jetzt sagen, hey Leute, macht euch ein Pulver hiervon rein. Oder ein Löffelchen davon. Und dann habt ihr sowas. Und es schmeckt nicht mehr wie Abfall. Also falls ihr sagt, ich habe auch nicht immer nur Lust auf Leitungswasser und ihr würdet das gerne mal ausprobieren, dann könnt ihr mit dem Code RONJA 10% auf eure Bestellung kriegen. Der Shop ist in der Infobox verlinkt, da könnt ihr einfach draufklicken. Wie gesagt, Code RONJA dann beim Checkout angeben und dann kriegt ihr ein bisschen Rabatt und könnt es auch mal ausprobieren. Oh, sie haben rote Perücken, hä? Das sind meine Freunde Peach. Echte Haare? Was hast du denn? Sie können Ach so, ja, das sind echte Haare. Wer welche Disney-Prinzessin sein hast du recht, Ariel, oder? Sorge, Mädels, ja, ja, oder? Dazu haben wir ein spezielles Quiz für euch. Welche Disney-Prinzessin bist du? Die Leggings sind süß. Lass es uns mit diesem Test herausfinden. Ah, ich bin super gespannt, was ich für eine Disney-Prinzessin bin. Ich habe mir nie so sagen, Gedanken gemacht mit Maleficent. Zähle deine Antworten. Was ist dein Ergebnis in den Kommentaren? Bereit für die erste Frage? Okay, erste Frage. Was machst du gerne in deiner Freizeit? A. Irgendwas an der frischen Luft. B. Im Meer schwimmen gehen. C. Dazu müsste ich ja rausgehen. Zeit mit meinen Haustieren verbringen. Mit meiner Badewanne. D. Lesen oder malen. E. Ich habe keine freie Zeit. Okay, also. Tatsächlich, ich glaube, ich neige am meisten zu B. Weil im Meer schwimmen ist schon cool. Yeah. Das macht schon Spaß. Wenn ich jetzt ein Meer in der Nähe hätte, würde ich das vielleicht auch tun. Aber habe ich. Ich bin A. Du bist A? Okay. Ja. Warte, dann schreibe ich das auf. Was ist dir an deinem Prinzen am wichtigsten? Ah, okay. A. Mut. B. Schönheit. C. Führungsqualität. Du nimmst wohl nicht D, B. Humor. E. Ich brauche keinen Prinzen. Ich bin eine Königin. Ich glaube, ich nehme D. Humor. Und du? Schreibe deine. Ich nehme auch. Ja, doch, D. Okay. D? Ja? Ja. Ja, ich meine, der Rest ist ja relativ Humor ist schon ganz, ganz Antwort value. Auf. Er ist so süß. Ich liebe ihn. Das ist ihr Prinz, das Seepferdchen? Ist das ihr Prinz? Ja. Ja, gut. Es ist meins. Okay, Mädels, bereit für die nächste Frage? Wähle einen Ort, an dem du gern wärst. Okay, das kann ich, das kann A, ich. A. In einem wunderschönen Wald. Nein. B. Nein? In meinem Unterwasserschloss. Oh mein Gott. C. Das wäre cool. Unter einem Kirschbaum. Auch gut, auch gut. D. Überall auf der Welt. E. Auf einem verschneiten Berg. Nee, das ist mir zu kalt. B oder C, Schreibe B oder C. In einem Unterwasserschloss müsste ich halt unter Wasser atmen können. Das kann ich jetzt ja, nicht direkt. Ja, kannst du ja, aber wenn Kann du ich dann, bist. Ja? Ja. Okay, sind alle meine Freunde auch in dem Unterwasserschloss? Ja, du bist da ja nicht für immer. Okay, ja. Das ist schon cool. Ich nehme schon das Unterwasserschloss. Okay, ich nehme D. Du nimmst D? Ja, überall. Okay, weiter geht's, weiter Pass geht's. Auf. Ich will jeden Fleck auf dieser wunderschönen Welt sehen. Also, sie nimmt immer die Sachen, die du nimmst. Glaub Gran Canaria. Und sie hat ein schönes Shirt. Ja, ja. Die Philippinen. Ich will einfach nur dahin, wo das Meer ist. Das ist so wie du, Ronja. Ja, ja, ja. Ich. Das ist mehr großer okay, Freund. Gabriel, wenn du das Meer so gern hast, bringen wir es doch direkt her. Oh. Bereit für die nächste Frage? Ich bin bereit. Bist du bereit? Das war Seife, Peach. Wovor hast du am meisten Angst? A. Meine eigenen Entscheidungen nicht allein zu fällen. B. Meine Träume nicht zu realisieren. C. Dass jemand meiner Familie oder Freunden wehtut. D. Keine Freiheit haben. E. Die Kontrolle verlieren. Boah, es ist schwer. Was denkst du, was hast du am ehesten? Das ist ja alles Mist. Ja, ja. Ich finde A blöd, ich finde C blöd, ich finde D und E und B auch blöd. Okay, ich glaube am ehesten D oder E bei mir. Ich nehme A. Okay, dann nehme ich E. Kontrolle zu verlieren? Ja,
Hast du denn jemals die Kontrolle verloren? Ja, nicht, aber ist ja trotzdem blöd, will man ja nicht. Überleg mal, dann bist du einfach da und bist so, ich kann nichts machen. Ha. Ich hätte schon gern so Kontrolle über mein Leben, wäre schon ganz gut. Peach scheint einen Albtraum zu haben. Wann träumt sie denn? Oh, das war nur ein böser Traum. Oder sie hat einen Albtraum von der anderen? Oder etwa nicht? Keine Sorge. Ist sie eingesperrt? Das ist ja ein böses Heimgefängnis. Bereit für die nächste Frage? Wähle ein Haustier. A. Oh. Ein Pferd. Ein Pferd? Okay. B. Schön. Ein Fisch. Der Fisch sieht so süß aus. Ein Drache. D. Haustier-Drache. Ein Chamäleon. Okay, Fun Fact. Wusstest du, dass ich richtig lange dachte, dass man die Dinger Chamäleon ausspricht? Nee, wusste ich nicht. Das ist richtig konfus. Ist es richtig? Sagt man das wirklich so? Nein, natürlich ist es nicht richtig. Chamäleon ist falsch. Aber es klang so schön. Ja. Wegen dem CH, weißt du, was ich so habe? Ja, Chamäleon. Klassisches ja. Chamäleon. Wie alt warst du da? 17, älter, 18. Als ich denke. Schon alt. Ich glaube, von der Wahl nehme ich das Pferd. Nee, ich will auch keinen Drachen. Ich finde, der Fisch, ich kann sehr viben mit dem Fisch. Der Fisch sieht sau süß aus. Ich nehme den Fisch. Okay. Schneemann ist halt auch einfach ein crazy Haustier, muss man dazu sagen. Ja, komm nicht so Freunde besuchen. Und so, hi, oh warte, ich muss kurz mein Haustier füttern. Und da so ein kleiner Schneemann an. Hallo. Naja. A. Wild. B. Natürlich. Eine Frisur. Eine Frisur. C. Unordentlicher Dutt. D. Super lang. Ich hätte so gerne lange Haare. E. Geflocht. Ich hätte so gerne lange Haare. Meine wachsen nicht länger, als was sie gerade sind. Echt? Ja, hä? Ich meine, so super lange Haare, so bis zur Hüfte oder so, das wäre schon cool. Kannst du deine Haare nicht länger wachsen lassen? Nee, die wachsen einfach nicht länger. Okay. Brech die einfach ab. Was soll denn das? Also nimmst du D? Ich nehme D, hundertprozentig. Okay. Was nimmst du? Ich nehme E. Kannst du dir so, machst du dir manchmal so Flechtfrisuren, ja? Nö, nie, aber ich hätte sie gern. Immerhin. Habe ich es ja genommen. Insgeheim, weißt du, dass deine Feinde neidisch auf? Meine okay, Feinde? Feinde. Ich habe viele Feinde. A. Dein Mut sind. Aha, das glaube ich jetzt nicht. Deine Freude am Leben sind. C. Deine Entschiedenheit sind. Sind meine Feinde neidisch auf mich? D. Deine Neugier sind. E. Deine Macht sind. Meine Macht. Boah. Welche Macht? Schwer zu sagen. Hast du Feinde, wo du sagen würdest, ja? Habe ich Feinde? Ich überlege gerade, es gibt bestimmt Leute, die mich nicht mögen, definitiv. Auch gerade, wenn du so in der Öffentlichkeit bist. Ja, klar. Aber ich würde die nicht als Feinde bezeichnen, weil ich kenne sie nicht. Ja. Von daher, ich glaube, so im echten Leben habe ich eigentlich keine Feinde, nee. Ich hatte in der Schule hatte ich eine Feindin. Okay. Die war voll gemein, die war so, ja, irgendwie, weil sie halt voll groß war. Und dann war sie so, ja, schließlich habe ich Modelmaße. Und man ist nur so, lol, nein. Und dann bin ich gewachsen. Und sie ist dick geworden. Also easy. Sorry, das klang jetzt voll gemein. Mein 13-jähriges Ich mochte den nicht. Es gibt einfach manchmal Menschen, die sind einfach fies. Das war. Die war aber auch wirklich fies. Okay. Ich nehme B. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich nehme auch B. Am ehesten. Also alles andere ist ein bisschen... Macht habe ich jetzt nicht direkt. Okay, Mädels. Wollt ihr die Ergebnisse hören? Auflösung. Warte. Okay, ich kann dir sagen, was du am meisten bist. Warte. Okay, was hattest du? Ich habe A. Ja, ja. Ich bin Typ A. Ich habe viermal A, ich habe zweimal D und ich habe einmal B. Du hast dreimal A, du hast zweimal D und du hast einmal B. Aber okay. Nah dran. Aber komm, ich guter bin Versuch, A. Du bist trotzdem A. Da hast du recht. Ich habe viermal okay. B, ich bin B. Typ A, Merida. Du bist unriskant. Du bist ein verbissener Rebell und du traust dich alles. Du passt nicht in den normalen Prinzessinnenstandard. Da du deine eigenen Regeln. Doch, will ich aber. Blöde Merida. Das ist jetzt unfair. Ich habe den Film nicht mal gesehen. Ich kenne den auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich bin. Boah. Abenteuerlich. Ich muss meine Antworten ändern. Also, und du warst auch nah dran an D alternativ, falls du möchtest. Ja, was ist D? Ja, wir können uns D noch angucken. Wir können uns D noch angucken. Frech, bin ich analytisch und frei. Das sind die Worte, die dich am besten beschreiben. Würdest du dazu stimmen? Bisschen. Aber ich will eh noch hören. Ich glaube, du bist ein Mischtyp, genau. Ja. Du bist so neugierig. Oh mein Gott. Immer gegen den Strom schwimmst. Wenn nice. Du etwas entscheidest, dann bleibst du auch dabei. Egal, großer Ariel-Fan. Ich muss sagen, ich glaube, Ariel ist tatsächlich mit meiner Lieblings-Disney-Prinzessin. Ja, aber du musst bedenken, ja?
Ich wurde von meiner Mutter in Schwimmunterricht gezwungen, ja, immer wieder. Ich musste an so Wettbewerben teilnehmen, ich hatte keine Wahl, ja. Es ist immer schwimmen, schwimmen, schwimmen. Okay. Wurde ich reingepressured. Du bist ein bisschen naiv. Daher vertraust du Menschen sehr schnell. Das ist tatsächlich wahr. Du bist eine loyale und warmherzige Freundin. Es ist schön, dich zu haben. Oh, das stimmt. Typ D. Rapunzel. Oh. Du hast eine glückliche Neugier, die jeder gerne hätte. Okay. Dein Herz sehnt sich nach Abenteuern und du genießt die kleinsten Freuden des Lebens zutiefst. Na, Ronja Langhaare. Du liebst zu lesen und zu lernen. Daher hörst du nie auf, an dir selbst zu arbeiten. Okay. Am Anfang eher nervös, hast du jedoch kein Problem, dich Herausforderungen zu stellen. Würdest du sagen, bei dir passt eher A oder D? Ich finde sogar die Kombination aus beiden trifft es ziemlich gut. Ja? Ja. Die Tests sind gar nicht so schlecht. Also tatsächlich. Man ist meistens so, ja, okay, zu einem gewissen Punkt. Haben sie recht. Nicht schlecht. Okay, cool. Dann war's das aber mit diesem Video. Lasst uns unbedingt wissen, was ihr für eine Prinzessin seid in den Kommentaren. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch. Dann wissen wir, dass wir mehr davon machen sollen. Und wie gesagt, das Video hier, das Originalvideo ist verlinkt. Dann könnt ihr da selber den Test mitmachen und könnt euer Ergebnis erfahren. Ansonsten macht's gut. Schaut bei Easy vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!